ihr da draußen, wir machen heute was ganz Besonderes und zwar habe ich Elisa von Moonlight Jewel neben mir. Tada! Einige von euch kennen sie bestimmt noch vom Kawaii Festival, da hatte sie einen Stand und hat fleißig an ihren Puppen gecustomized. Mhm. Und das Krasse ist, wir machen heute, ihr seht es schon von hinten, mich! Mini Melissa! Was hast du schon alles vorbereitet? Und ja. Was war es mal? Es war mal eine Monsterpuppe. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind ja diese neuen Barbie-Puppen, die ein bisschen cooler sind und so von Monstern inspiriert. Und das war mal eine Dracula-Puppe. Das ist die Tochter von Dracula. Und ja, und ich habe jetzt im Prinzip schon mal die Haare vorbereitet, wie man sehen kann. Und das Gesicht hab ich angefangen. Und was jetzt aber noch fehlt, was man vielleicht ein bisschen sehen kann, sind auf dem einen Auge die Wimpern und die Highlights in den Augen. Und noch so ein bisschen Glitzer und Gloss und Schimmer. Die wichtigen Sachen. Die wichtigen Sachen, die wirklich wichtigen Sachen fehlen noch. Und die machen wir jetzt. Sehr cool. Ja. Außerdem werde ich schon mal anfangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie kompliziert und wie schwer es ist. Deswegen kann ich nichts versprechen. Aber ich fange schon mal ein Kleid an. Eventuell endet es damit, dass ich sage, geht auf Instagram und guckt da. Aber genau, das ist der Plan. Los geht's. Ja. Bitte der erste Schritt. Wow. Sehr hübsch. Ja. Aber da waren, heißt, überall Haare drin? Da waren Haare drin und um die rauszukriegen, muss ich den Kopf quasi abnehmen und muss das dann so rausschaben aus dem Kopf. Das ist immer sehr schön. Aber manchmal tauschst du auch die ganzen Augen aus, ne? Also ich habe auch schon Puppen gemacht, wo ich wirklich die Augen rausgeschnitten habe und dann Glasaugen reingemacht habe. Wenn man diese ganzen Sachen zusammenschneidet, ohne Kontext... Ja, das ist dann ja, jetzt schneidet ihr die Augenhöhlen raus. Genau, und trennt den Kopf vom Körper. Ja, es ist sehr, sehr schön. Immer wieder sehr spaßig. Das Krasse bei den Monsterhai-Sachen ist, ich hätte eigentlich alle Schuhe auch gerne in echt. Hm, die Schuhe sind richtig, richtig genial. Ja. Also wirklich durch die Reihen weg. Ich habe schon so viele gefunden, wo ich dachte, oh, warum gibt's die? So, nackig. Oh, die haben ganz schön, also für eine Barbie-Puppe haben die ganz schön Arsch, ne? Die haben Hüften. Finde ich gut. Also es ist natürlich immer noch total unrealistisch, aber es gibt ja auch welche mit 6 Armen und 2 Köpfen. Genau. Also es macht schon mehr als Barbie damals. Aber das ist eigentlich gar nicht so, so unschlau. Vielleicht orientieren wir uns an dem Schnitt, wenn man das so nennen kann. Ja. Und ja. Und machen auch einen Zweiteiler einfach. Das glaube ich am einfachsten. Ja, ich glaube auch. Gut, auf geht's. Gut, ich habe jetzt einen sehr professionellen Zuschneideplan erstellt, wie man hier sehen kann. Und ja, das ist jetzt hier auch ein bisschen Try and Error, weil wie gesagt, es ist das erste Mal für dich. Was sind denn Tipps, wenn man jetzt dieses Video gesehen hat und sich so inspiriert von dir fühlt, dass man sagt, ich möchte auch damit anfangen? Ja, also Tipps... einfach machen, würde ich sagen. Also mich fragen wirklich ganz, ganz viele, oh, du hast so viel Talent und bla und ich könnte das nicht. Und ich habe das auch versucht. Also ich habe da jetzt, glaube ich, gar nicht so viel Talent für. Das ist einfach wahnsinnig viel Übung. Mhm. Und man braucht auch eigentlich gar nicht so viel, wenn man damit anfangen will. Also man braucht halt eine Puppe, man braucht Buntstifte oder Aquarellstifte. Und die kriegt man ja auch schon für relativ wenig Geld. Und man braucht den tollen Mr. Superclear. Das ist eigentlich so das Allerwichtigste. Mr. Superclear. Das ist quasi so eine Art Mattlack, der so eine Textur auf der Puppe kreiert, womit man dann die Puppe einfach bemalen kann. Und ja, und das ist eigentlich so das einfache Einzige, was man braucht. Und noch, vielleicht noch so ein bisschen Gloss, um die Lippen noch zu glossen. Und es braucht eigentlich gar nicht viel. Ein paar Pastellkreiden zum Rouge machen und so. Und ein paar Pinsel. Also es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und alles andere ist wirklich auch Try and Error. Also es ist wirklich ganz, ganz viel probieren. Ich habe so viel rumprobiert, bevor ich dann das mal irgendwie hinbekommen habe und so. Und auch, hast du auch welche weggeworfen? Weggeworfen nicht, aber dann doch nochmal das Gesicht komplett runtergeholt und dann nochmal gemacht. Ne? Also das habe ich dann schon gemacht. Was ich total cool finde, ist, dass man das Gesicht einfach mit Aceton runterholen kann. Also Nagellackentferner mit Aceton. Und dann wischt man das einfach runter und dann ist die Puppe schon, hat sie schon kein Gesicht mehr. Dinge, die man sich vielleicht manchmal auch für echt wünscht. Fun Fact,
Wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange. Ja, total. Ich glaube so seit 2007, 2008 irgendwie. Ja, weil ihr sieht man es vielleicht noch ein bisschen mehr als mir an. Es gab damals in Berlin das Berliner Wish UK Treffen in einem Jugendzentrum. Und als ich noch meine Haare hier abrasiert hatte. Oh ja, die alten Zeiten. Und von morgens bis abends Mia wie geballert habe. Und Gilgamesh und Dian Gray. Ja, haben wir abgehangen. Mhm. Das war ganz witzig. Und jetzt kennen wir uns schon so lange und über fünf Ecken hat uns jetzt YouTube wieder zusammengeführt. Ganz genau. Aber ihr seht, ne, auch wenn man seltsam aussieht, man kann trotzdem was reißen im Leben. Also ich zeichne jetzt im Prinzip diese Wimpern einfach so ein bisschen nach. Dass es einfach genauso dunkel ist wie auf der anderen Seite. Und dann gehe ich da mit Schwarz gleich auch nochmal drüber. Genau. Jetzt nehme ich halt einen schwarzen Stift und dann mache ich die Wimpern einfach noch ein bisschen kräftiger, sodass die dann einfach schön dunkel und schön lang sind und richtig süß aussehen. Genau. Man muss im Prinzip ein bisschen wie in Photoshop mit Ebenen arbeiten. Und wenn man merkt, dass die Farben nicht mehr dunkler werden, dann sprüht man einfach wieder so eine Schicht Mr. Superclay drüber und wartet dann kurz, bis das trocken ist. Und dann kann man wieder richtig schön kräftig mit den Farben reingehen sozusagen. So, jetzt die Wimpern. Als nächstes nehme ich einfach so ein bisschen Deckweiß und dann machen wir jetzt sozusagen, wie auf dem anderen Auge auch, die Glanzpunkte da rein. Dann nehmen wir jetzt einfach ein bisschen Deckweiß und einen möglichst kleinen Pinsel. Und dann gehe ich jetzt rein und versuche, die Glanzpunkte möglichst genauso wie auf dem anderen Auge auch hinzubekommen. Aber immer die Luft an, das ist echt nicht so einfach. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Das nächste wäre jetzt, dass wir noch mit ein bisschen Schimmer und Glitzer einfach noch so ein paar Highlights setzen und dann machen wir noch ein bisschen Gloss auf die Lippen und dann ist er fertig. Dazu nehme ich mir jetzt einfach so einen ganz feinen Mikroglitter und gehe damit noch so ein bisschen auf die Wangen. Ich mache das dann auch immer noch ganz gerne mit ein bisschen Gold, weil Gold ist schön. Es gibt dann nochmal so einen ganz, ganz hübschen Effekt einfach. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Gloss. Genau, und jetzt nehme ich mir einfach so einen Glanzlack, auf so einen Acryl-Glanzlack in Farblos und einen Pinsel. Und dann machen wir jetzt einfach
auf die Lippen, damit die schön glänzen. Einfach ein bisschen Gloss. Manche Puppenkünstler machen auch auf die Augen Gloss, aber ich mag das nicht so gerne, weil sich die dann nicht mehr so schön fotografieren lassen, weil das dann immer irgendwie so in der Gegend rumscheint und nicht mehr so schön aussieht. Und deswegen mache ich das meistens nur auf den Lippen. Okay, perfekt. Fertig. Also, es war jetzt ein bisschen huschi-huschi, aber ich finde, dafür ist es echt ganz nice geworden. Super. Und es ist tatsächlich ganz schön schwierig und unglaublich frickelig, dass du die noch nicht in die Hand genäht hast. Ja, ist auch schon passiert. Oh. Ja, ey, vielen, vielen Dank. Sie ist wunderschön. Ich bin sehr gehypt. Und wenn ihr auch gehypt seid, dann schaut doch einfach bei ihr vorbei. Sie ploppt jetzt hier oben auf oder unten in der Videobeschreibung. Sie hat auch die Sailor-Kriegerin gemacht. Richtig nice. Und es gibt ständig irgendwelche super Special-Puppen. Und ja, beim Kawaii-Festival. Ja. Bin ich, denke ich, bei. Genau. Also, ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben für Mini Melissa und mich und sie und diese ganze Aktion hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht zu abonnieren, denn jedes Einhorn bekommt sein Mini-Einhorn dadurch. Tschüss! Tschüss.